Nach monatelangen Fastenkuren und speziellen Diäten kannst du noch immer keine zufriedenstellenden Resultate sehen. Du schaffst es einfach nicht, abzunehmen. Worauf ist dies zurückzuführen? Im Normalfall sollte ein Arzt oder Ernährungsberater eine individuelle Diät zum Abnehmen ausarbeiten. Doch es lohnt sich auch, herauszufinden, worauf dieses Problem zurückzuführen ist und wie man es lösen kann. Der Stoffwechsel kann sich aus verschiedenen Gründen verändern. Hier erfährst du mehr darüber. Du hast sicher schon sehr oft davon gehört, dass der Stoffwechsel eine wichtige Rolle beim Abnehmen spielt. Doch manchmal verwenden wir Ausdrücke, ohne genau zu wissen, was sie eigentlich bedeuten. Einfach erklärt ist der Stoffwechsel oder Metabolismus eine Reihe chemischer Reaktionen, durch welche Energie frei wird und die das gute Funktionieren der Körperzellen fördern. All diese Prozesse werden durch den Katabolismus, Abbau von Stoffwechselprodukten und den Anabolismus, Aufbau von Stoffen, geregelt. Welche für folgende Aufgaben verantwortlich sind, entdecke hier 6 Getränke zum Abnehmen. Wie du sehen kannst, handelt es sich um einen komplexen Mechanismus, der grundlegende Prozesse umfasst und verschiedene Organe einschließt. Der Metabolismus ist ein kompliziertes Netz physiologisch-chemischer Reaktionen, die sich mit der Zeit verändern können. Auch äußere Einflüsse können dafür verantwortlich sein. Anschließend erfährst du mehr darüber. Mit den Jahren verändert sich der Stoffwechsel. Die genetische Veranlagung bestimmt zwar auch, ob der Stoffwechsel schneller oder langsamer funktioniert. Doch auch mit zunehmendem Alter wird Abnehmen stets komplizierter. Worauf ist dies zurückzuführen? Es ist möglich, dass du am Abend müde nach Hause kommst, weil du den ganzen Tag aktiv warst, sich dies jedoch nicht durch einen Gewichtsverlust bemerkbar macht. Wir empfehlen dir auch folgenden Artikel: Ernährung in der Menopause. Es gibt bestimmte Nahrungsmittel, die bei regelmäßigem Konsum helfen können, den Stoffwechsel in Schwung zu bringen. Wenn sich der Organismus jedoch an Substanzen wie Zucker, gesättigte Fettsäuren, raffiniertes Mehl, rotes Fleisch, Fertigprodukte etc. gewöhnt, verlangsamen sich grundlegende Stoffwechselprozesse auf Zellebene, so wie anfangs erläutert. Wenn sich dein Stoffwechsel verändert hat und du nicht mehr so einfach wie früher abnehmen kannst, solltest du folgende Empfehlungen beachten. Hier erfährst du mehr über medizinische Anwendungsgebiete für Zimt. Du solltest dir mindestens 1 Stunde täglich für aerobische Übungen Zeit nehmen. Am besten ist es, diese zusammen mit Freunden auszuführen, denn so hältst du besser durch. Ihr könnt euch beispielsweise jeden Tag verabreden, um